Ein neues Jahr hat begonnen. Wie ein weißes Blatt Papier liegt es vor uns. Und wir wissen nicht, was in diesem Jahr alles sein wird. Weltgeschichtlich und in meiner persönlichen Geschichte. Genauso habe ich es gesagt im vorigen Jahr. Jetzt weiß ich, was auf diesem Blatt 2020 alles geschrieben steht. Ich mache es so ja, gerne so, dass ich meine Kalender und Aufzeichnungen durchschaue und rufe mir ins Gedächtnis alle Ereignisse des Jahres. Und es geht nicht darum, dass es positive Ereignisse sein müssen. Es können auch schwierige Dinge sein. Aber wichtig ist eines, dass jedes dieser Ereignisse mich Gott näher gebracht hat. Ist das nicht wunderbar? Egal was passiert. Egal, was mir zustößt, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Wenn ich in der Gnade lebe, dann verwandelt Gott für mich alles in Segen. Ich denke immer wieder auch an ein Ehepaar, das mir vor vielen Jahren gesagt hat auf der Kinderkrebsstation, ja, es ist schlimm, die Krankheit unserer Tochter, aber eines müssen wir sagen, diese Krankheit hat uns neu zum Glauben gebracht. Und es gibt auch anderes. Wir wissen, dass Menschen, die in schweren Schicksalsschlägen sind, Gott verlassen haben, weil sie sich von ihm verlassen fühlten. Aber Gott verlässt uns nie. Und er lässt seinen Segen mit uns mitgehen, auch in diesem Jahr. Egal was passiert, wenn ich bemüht bin, im Willen Gottes zu leben, dann wird mir alles zum Segen. Und wenn ich sterbe, das ist nicht die absolute Katastrophe, sondern das ist, in Gott zu sterben, ist eine große Gnade. Wenn wir das im Auge behalten, dann fürchten wir uns nicht. Der Mensch in Angst reagiert nicht rational. Der Mensch in Angst kommt in Panik. Und er verliert durch die Unruhe seines Herzens den Halt in Gott. Möge dieses Jahr uns ganz dicht beim Herrn halten. Mögen wir dieses Jahr so wie Kinder oft am Rockzipfel der Mutter hängen, dass wir uns ganz bei der Mutter Gottes festmachen. Warum? Weil sie festgemacht ist in Gott. Und wir haben einen Punkt in diesem Jahr, wo da kann es rütteln, wie es will. Vor 2-3 Tagen hat kurz der Böller Berg gewackelt. Also 3 ganz unmerkliche Stöße hat es gegeben. Wir wissen, das Epizentrum des Bebens war in Kroatien, wo Häuser zusammengebrochen sind. Ich habe es hier auch gespürt am Berg. Aber es ist schon ein eigenartig psychologisches Gefühl, wenn sogar der Boden, das Sicherste, was es gibt, wackelt. Nichts kann uns von Gott wegziehen. Niemand kann uns den Teppich unter den Füßen wegziehen. Niemand kann uns schaden, wenn wir in Gott sind, unter seinem Segen gehen. Und es muss unsere große, dringende Bitte sein, Herr, lass mich nie aus deiner Gegenwart herausfallen. Wenn wir dieses Evangelium betrachten, da gibt es einige Zeitwörter, die vielleicht in diesem Jahr uns wichtig, nicht vielleicht, die uns sicher wichtig sind in diesem Jahr. Das erste Zeitwort, das ich hier finde, heißt, sie eilten. Sie eilten. Wie fließt die Zeit weg? Wie eilen die Jahre dahin? Das heißt, warum eilten sie? Weil sie eine Botschaft vom Himmel erhalten hatten. Und diese Botschaft veranlasste sie, eine Sicherheit aufzugeben. Die Nachtwache, die Herden, sie eilten nach Bethlehem. Wenn auch wir getroffen sind von dieser Botschaft, das gibt uns an Füßen Kraft. Das bringt uns voran. Und wer eilt, wer beweglich ist in Gott, dann kommt das nächste Zeitwort. Sie fanden. Finden. Finden kann man, wenn man sucht. Natürlich, man kann auch über Gott sozusagen drüber stolpern. Man hat ihn gar nicht gesucht. Aber normalerweise ist es so, dass wir ihn suchen müssen. Sucht sein Antlitz alle Zeit. Und dann sie sahen. Es ist ein Sehen, das viel tiefer geht als das mit den physischen Augen. Und dann heißt es, sie erzählten, wer gesehen hat, wer geeilt,
wer eilig war, um zu suchen und gefunden hat, kann nicht anders als erzählen. Und dann erzählen wir nicht irgendwas, sondern wir erzählen von Gott mit unserem Leben, ohne Worte oder dort, wo es möglich ist, auch mit Worten. Und was ist auf der anderen Seite? Sie hörten, sie staunten. Das ist mir das wichtigste Zeitwort in diesem Text. Staunen. Und für jemanden, der zur Krippe kommt, heißt dieses Staunen Anbetung. Wir haben das wunderbare Geschenk einer ewigen Anbetung im Böllauer Tal. In wenigen Tagen am 6. Jänner sind es 6 Jahre, Tag und Nacht ewige Anbetung. Und das Grundmotiv der Anbetung ist das Staunen, dass er da ist. Und zwar ist er überall da und immer da, wo ich ihn anrufe. Er hat nie seine Mobilbox eingeschaltet. Er ist immer direkt erreichbar. Er hebt sofort ab. Aber es ist ein Dasein, das alle anderen Daseinsweisen überstrahlt. Es ist seine nicht nur geistige, sondern körperliche, leibliche Anwesenheit in der Eucharistie. Er wird berührbar. Bethlehem, Haus des Brotes. Er wird zum Brot des Lebens, zum Brot, das vom Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Du bist alles, ich bin nichts. Staunen, Anbetung. Das soll unser Jahr durchziehen, dass wir in einer Haltung des Staunens bleiben vor einem Geheimnis, mit dem wir jeden Tag umgehen. Wir sollen uns nicht daran gewöhnen. Darum knien wir nieder, darum haben wir eine ehrfurchtsvolle Haltung, darum richten wir unsere Augen auf ihn in der Eucharistie. Eine Anbetung, die nicht nur uns selber durchflutet, sondern unsere Umgebung, die alles erfasst und ganz still durchstrahlt mit seinem Segen. Staunen, also das wichtigste Zeitwort. Und das zweitwichtigste kommt jetzt. Maria bewahrte und dachte darüber nach. Wunderschön. Da das dynamische Eilen der Hirten, das Staunen, das Erzählen, das Jauchzen. Und da ganz still, Maria bewahrte alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Also ich schlage vor, dass wir das am meisten tun. In der Anbetung im Herzen bewahren, darüber nachdenken, meditieren, betrachten. Eigentlich sollte es jedes Jahr sein, aber ich schlage vor, dass dieses Jahr ein Jahr des Rosenkranzes ist. Denn es gibt keine schönere Weise in der Betrachtung und in der Anbetung, den Rosenkranz von Perle zu Perle. Von Bild zu Bild. Und woher kommen diese Bilder? Sie steigen auf aus der Heiligen Schrift. Und darum müssen wir diese Bilder füllen. Diese, ich sage es mal, die 4 Rosenkränze, es gibt vielleicht sogar mehr, aber 20 Geheimnisse. Und wir müssen diese Geheimnisse füllen, indem wir das Gotteswort betrachten. Unsere ganze Fantasie einsetzen. Was tun wir denn anders mit dem Weihnachtsgeheimnis, mit der Krippe? Die Krippe aufbauen, eine Krippe bauen, eine Krippe schnitzen, eine Krippe hinstellen, ist eine einzige Betrachtung des Weihnachtsgeheimnisses. Und das führt uns nicht weg von der Bibel. Das führt uns noch tiefer hinein. Ich wiederhole noch einmal den Vorschlag des Ignatius, dass das innere Verkosten ist so wichtig. Er schlägt sogar vor, dass man den Stall von Bethlehem riechen muss. Maria bewahrte alles, dachte darüber nach. Und dann heißt es, die Hirten, nächstes Zeitwort, kehrten zurück. Wir kehren immer wieder, wenn wir angebetet haben, wenn wir die Messe gefeiert haben, kehren wir zurück in unseren Alltag. Und dieses Licht, das wir empfangen haben, strahlt hinein in unsere Werke, ob wir aufwaschen, ob wir den Geschirrspüler einräumen, ob wir
putzen und kochen und egal was. Aber all das und durchstrahlt unsere Werke. Sie priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen haben. Lobpreis Gottes, dass mein Leben ein Loblied wird seiner Herrlichkeit. Also ich sage Ihnen abschließend noch, diese beiden Worte am meisten gebe ich Ihnen mit, staunen, anbeten und das andere bewahren, betrachten. Maria, begleite uns dabei. Lehre uns das Staunen, lehre uns wahrhaft im Geist und in der Wahrheit anzubeten und sei bei uns, wenn der Rosenkranz in unseren Händen ist und er Christus in der Eucharistie vor unseren Augen. Amen. Ich bitte Sie, das Gotteslob zur Hand zu nehmen. Am ersten Tag des Jahres ist es würdig und recht, dass wir das Glaubensbekenntnis, das Große, sprechen. Ich habe in Kroatien erlebt, bei jeder Messe wird das Große gebetet. 586. Die Kroaten beten immer das Große, beeindruckend. 586. Vergessen wir bitte nicht, Oktavtag von Weihnachten, niederzuknien, dort, wie es heißt, dass er Fleisch angenommen hat. Das erste Wort heißt nicht wir, sondern ich. Ich